Na, ich gebe da gleich mal einen Tipp für meine Mannschaft ab, und das ist die deutsche Nationalmannschaft aus Tradition schon. Und ich hoffe, dass jetzt auch mit der Rückkehr von Thomas Müller, dass es die Mannschaft einfach schafft. Ich kann mir vorstellen, dass die Gruppe, wo Österreich drinnen ist mit Nordmazedonien und so weiter, dass hier auch ganz interessante Spiele sein werden, die natürlich auch durchaus unterschiedlich bewertet werden können. Die Gruppen sind ja relativ einseitig, oder sagen wir so, es gibt Gruppen, wo ziemlich starke Player drinnen sind und andere wieder, die von vornherein recht gleich auf oder gleich schwach sind, wo es durchaus die ein oder andere Überraschung geben wird. Ich glaube einfach, dass wir generell als Fußballfans froh sind, dass es wieder losgeht und dass man heuer auch wieder in den Gastgärten und so weiter die Spiele anschauen kann. Und ich glaube, wir werden uns einfach freuen über einen Fußballsommer. Ich weiß jetzt schon, dass ich sicher nicht alle Spiele sehen werde. Zum Schluss meistens wird man dann regelmäßiger, also je näher dann das Finale kommt. Aber ich werde versuchen, zumindest auch in großen Gastgärten an den großen Leinwänden das auch zu sehen, denn ich glaube einfach, die Stimmung ist dort für Südtiroler Verhältnisse immer noch am besten zum Fußballschauen.